Einen Ort, wo wir frei sind. Bitte, Jericho! Bitte, Jericho! Oh. Hallo, ich bin ein AK700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das CyberLife Wartungscenter. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch, Connor. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Und deine Art der Befragung war ausgesprochen klug. Du warst bemerkenswert effizient, Connor. Danke, Amanda. Wir baten, dass die PD ihn für weitere Studien herzuschicken. Vielleicht erfahren wir ja so, was passiert ist. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Er entspricht nicht ganz meinen Erwartungen. Aber für ein abschließendes Urteil habe ich noch nicht genug Daten. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Spitzt sich weiter zu, seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben. Die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Partei... Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion auf das Bauwerk der Washington. Wir berichten Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Du und du, ihr kommt mit. Entschuldigung? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Hi, Schatz. Alles okay? Hör zu. Geht nicht. Tut mir leid, meine Frau hat schon was. Und, sei nicht albern. Natürlich will ich dich sehen. Hank Anderson anrufen. Hi, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber erwarten Sie keinen Rückruf. Beep. Oder wie auch immer. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur CyberLifes Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. CyberLife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeileutnant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay, okay. Das habe ich jetzt nicht gehört, denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen und die ist eh schon dick wie ein scheiß Roman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese scheiß Dinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Ich freue mich sehr, im Team zu sein. Ich versichere Ihnen, dass ich mein Bestes... Mach die Tür hinter dir zu. Einen schönen Tag, Captain. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir werden sicher ein tolles Team. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. ...243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber Sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Es war also kein Albtraum? Nein. Nein, es war kein Albtraum. Du musst Hunger haben. Du solltest baden, danach gehen wir los und besorgen was zu essen. Was meinst du? Okay, ich lasse dir ein Bad ein. So bist du viel hübscher. Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Dein Bad ist fertig. Danke, Michael. Neben mir steht Corktown-Anwohner Todd Williams, der gestern gegen 23 Uhr von seinem AX-400 brutal angegriffen wurde. Todd, was genau ist hier passiert? Ich war am Essen, ich habe nichts Besonderes gemacht. Das Ding sprang mich an. Ich konnte mich wehren, aber es drehte durch. Ich dachte, es bringt mich um. Ich wehrte es ab und es rannte davon. Danke, Todd. Sehr verstörend für alle Androidenbesitzer. Nach dem Androiden wird fieberhaft gesucht. Hoffentlich wird er schnell gefunden. Das stimmt nicht. Er lügt. Er hat versucht, uns weh zu tun. Was machen wir denn jetzt? Wir wissen nicht, wohin. Und die Polizei sucht uns jetzt. Der Android von gestern gab mir eine Adresse. Und dort würde man uns helfen. Versuchen könnten wir es. Es liegt viel hinter uns, Alice. Aber die Zukunft liegt vor uns. Wir stehen das durch, und bald ist all das nur eine böse Erinnerung. Mach dich jetzt fertig. Ich besorge was zu essen für dich, und dann gehen wir los. Lieutenant Anderson, Detroit Police. Wir suchen einen weiblichen Androiden, der gestern den Laden da hinten ausgeraubt hat. Was gesehen? Ein Android? Nein, ich nehme keine Androiden. Haben Sie diese Person schon mal gesehen? Fuck. Ich wusste doch, dass mit ihr was nicht stimmt. Sie kam gestern Nacht. Sie sah völlig normal aus, wissen Sie? Es war nicht zu erkennen. Ist sie noch hier? Ja, nehme ich an. Zimmer 28. Danke. Du wartest im Auto. Sie werden mich brauchen, Lieutenant. Ich weiß mehr über Androiden, als Sie es tun. Hör mal, ich bin die ewigen Widerworte leid. Du bist eine Maschine, also halt deine Klappe und tu, was ich dir sage. Ich möchte nur meine Mission erfüllen. Tut mir leid, wenn Sie das aufregt. Du willst nicht als Dose enden? Dann geh mir nicht mehr auf den Sack. Wo ist sie hingelaufen? Da lang. Sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Sie sind da drüben. Schießen, wir brauchen sie lebendig! Verdammt! Wahnsinn! Werden Sie nicht. Sie schaffen es nie auf die andere Seite. Das Risiko nicht eingehen. Hey, du bringst dich noch um. Du verfolgst sie nicht, Connor. Das ist ein Befehl. Bist du okay?